Na? Na? Seht ihr es? Der Rasensprenger ist kaputt. Da liegt das Corpus Delicti. Abgefetzt. Alles auseinandergefetzt. Ich habe noch mal richtig schön gemäht. Letzten Montag, heute ist Donnerstag, der 19. September. Ja, ich dachte mal so ganz locker, ich könnte mit meinem Spindelmäher einfach über den Rasensprenger rüberfahren. Der stand so ein bisschen raus und aus die Maus, kaputt. Jetzt bauen wir einen weiteren neuen Rasensprenger von Hunter ein. Das sind die Gardena-Rasensprenger und das hier sind die Rasensprenger von Hunter. Hunter, eine wirklich coole Rasensprenger-Marke, cooler Wettbewerber zu Gardena, wesentlich robuster, wie alle in diesem schönen Video zum Thema Gartenbewässerung gesagt haben. Wesentlich robuster. Machen wir jetzt hier so eine Verbindung, um die neuen Leitungen an die alte Gardena-Bewässerungsanlage anzubauen. Ich habe eine relativ alte Gardena-Bewässerungsanlage drin und da hatte Gardena noch nicht diese typischen 3/4 Zoll Rohre. Das ist hier so eine eigene Größe gewesen von Gardena. Jetzt hat Gardena auch auf, ich glaube, 3/4 Zoll Rohre umgestellt. Ich hoffe, es ist 3/4 Zoll, ist auch egal, könnte mir ja sagen, wenn es falsch ist. So, aber die sind etwas kleiner als die Zollrohre, also brauche ich, genau, das ist hier für 3/4 Zoll, richtig, und das ist etwas kleiner. Jetzt muss ich hier über diesen, wie nennen wir das, Schlauchverbinder, über diesen Schlauchverbinder, muss ich das alte Rohr, das passt nämlich gut hier rauf, das alte Rohr mit einem 3/4 Zoll Rohr, hier mit diesem 3/4 Zoll Rohr verbinden. Und das ist das Problem. Das geht also hier auch rauf. Naja, relativ gut. Schlauchklemme. Hier mit so schönen Metallschlauchklemmen kann man die ganze Sache dann reparieren. Genau. So, und das machen wir jetzt, ehe es dunkel wird. Action. Ja, also was ich noch zeigen wollte, ist diese Hunter Beregnungsanlagen, diese Hunter Regensprenger sind aus Edelstahl. Das ist richtig cool, finde ich. Und was auch richtig cool ist, diese Hunter Regensprenger passen an die Gardena Anschlüsse dran. Das ist voll kompatibel. Man kann also diese neuen Gardena Standard Schnellverbinder benutzen und richtig schön festschrauben. Sonst ist das Ding nicht dicht. Oh, jetzt habe ich das Werkzeug abgebrochen. Bis zum Anschlag festschrauben und dann ist gut. Ja, das ist ja wieder bescheuert. Oh Mann, ey. Naja. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, ich darf mir. Das ist der einzige Nachteil. Man braucht hier so ein Spezialwerkzeug für die Hunter-Beregner. Und wenn man richtig sich blöd anstellt, dann bricht man es auch gleich kaputt. Gut. Also, wir haben den Schlauch. Wir haben den Anschluss. Wir haben den Verbinder. Wir haben die Schellen, so einen Schraubendreher, Messer, fertig. Wir buddeln jetzt den Sprenger aus bis zum Verteiler,
bis zu der Hauptleitung. Muss ich wahrscheinlich einen halben Meter in Rasen reinbuddeln. Und dann können wir den ersetzen. So, je vorsichtiger wir jetzt die Grasnarbe hier rausnehmen, so besser können wir sie wieder einsetzen. Oh, ist das schön durchwurzelt. Wunderbar. Gut. So, jetzt zeige ich das mal. So sieht das aus. Da laufen die Leitungen längs. Da ist der Anschluss. Jetzt schneide ich einfach durch. Kommt der Verbinder drauf. Zack, neues Rohrstück, fertig. Da ist das Ding. Das Problem ist jetzt, dass das Rohr sehr hart und steif ist. Jetzt muss ich ein bisschen aufwärmen. Jetzt nehme ich mal ein heißes Wasser und kipp da einen Schuss heißes Wasser drauf. Heißes Wasser? Mal gucken, ob das reicht. So. Da. Das innere abschalten, den aufdrehen. Ganz wichtig, ganz durchstecken und verriegeln. Perfekt. Sitzt. Perfekt. Die Frage ist, sind wir jetzt mutig und machen gleich alles wieder zu oder testen wir erstmal? Und was ist? Und was ist? Kacke ist. Jetzt ist er hochgekommen, aber ist nicht dicht. Zweiter Versuch. Ist dicht? Du liegst es dicht. Dicht! Und das ist das Coole. Das ist das richtig Coole. Man schließt den oben zu, dann kommt der Sprenger raus und dann kann man hier völlig problemlos dann kann man hier völlig problemlos die Düse einsetzen. Das finde ich wirklich mega cool. So. So, jetzt müssen wir nochmal aufschrauben. Und jetzt gibt es hier natürlich eine Markierung. Muss ich genau gucken. Ja, kann nur das sein. Läuft da richtig schön voll. So, eine Höhe ist gut. Okay. Ja, Freaks, das war's. Es ist schon fast die Sonnenuntergang. Richtig schöne Abendstimmung. Echt herrliche Luft. Jetzt fahre ich hier den Wagen weg und dann lassen wir mal laufen.